So, wir haben jetzt den 31. Dezember, also Silvester. Wir haben 15 Uhr und bei uns läuft richtig hart. Ja. Wir sind nämlich hier das Partykomitee. Wir haben wieder mal nichts vorbereitet bei uns im YouTube-Haus. Und dann kam Revi gerade und meinte so, lass uns mal einkaufen. Wird Zeit. Bei dir läuft? Bei uns läuft es richtig und wir schleppen jetzt unsere ganzen Einkäufe nach Hause. Bis gleich! Ich habe mich jetzt hier fertig gemacht und gehe gleich hoch zu Felix. Das Ganze ist so, wir haben vor 2-3 Tagen zu Felix gemeint, so, ja, wir kommen an Silvester alle zu dir. Und er so, okay, ja, gut. Und Revi und Palle, habt ihr gerade eben gesehen, und ich waren halt auch heute jetzt einkaufen, haben alle Sachen besorgt. Und ja, jetzt gehe ich gleich mal hoch. Simon muss noch zu Ende schneiden, dann wird er auch kommen. Aber ich dachte mir, bevor ich hochgehe, will ich nur kurz was erzählen, und zwar von letztem Jahr. Weil das ist eigentlich ganz lustig, weil letztes Jahr habe ich zum ersten Mal Adi kennengelernt. Da waren wir nämlich auch bei Felix, aber noch in seiner alten Wohnung. Und da war Felix der Einzige, der hier in Köln gewohnt hat. Und jetzt wohnen hier alle in einem Haus zusammen. Das ist mega cool. Also noch so ein paar diepe Geschichten, bevor ich hochgehe, wollte ich euch noch kurz erzählen. Das war mega cool. Und da habe ich die halt mal zum ersten Mal Tadel auch so wirklich richtig mal richtig kennengelernt. Das heißt richtig kennengelernt, aber halt mal so erster Eindruck und so. Und das war echt cool. Und jetzt, also wie viel sich in einem Jahr verändern kann, ist krass. Mal sehen, wo wir dann nächstes Jahr sind. Ich bin das auch. Revi, der Cocktailmaker. Und jetzt? Zeig mal, Limette. Muss erst Zucker rein. Nein, nein, nein. Das wird erst. Das ist erst Zucker. Zuerst, Zucker. Nein, das wird erst kurz angestaubt. Zucker, das ist ganz wichtig. Dann musst du es zermatschen. Hat Katie schon erklärt. So. Ah, zu viel Zucker. Ich hab keine Ahnung, Revi. Was ist das? Oh, wie ekelhaft. Mann, Revi, du machst alles kaputt. Du verkackst es wieder. Hä? Der Cocktail eben war legendär, den wollte nur keiner probieren. Den haben alle probiert. Revi hat gerade mega den ekelhaften Cocktail gemacht, der ist leider schon weg. Das stimmt überhaupt nicht so. Und jetzt kommt. Leider, das ist ein bisschen was, ein bisschen. Da kommt nur ein kleiner Schuss von rein. Wir müssen halt nicht, wir dürfen halt nicht von Adis Rezept abweichen. Okay. Da haben wir schon Zitronensaft. Zitronensaft jetzt oder zuerst das? Ja, dann vornehmen erstmal das. Ja. Okay. Waldmeister, ne? Ja. Ja. Echt? So viel? Ja, da ist sogar noch. Adis Rezept. Und kleinen Schuss Zitronensaft nur, ne? Ja. Nicht viel. Stopp. Ein bisschen kannst du nur. Okay. Und jetzt Eis. Ich habe eben zu viel reingetan. Boah, jetzt will ich aber auch probieren, mir den selber zu bauen. Wie nennen wir denn den Cocktail? Das ist der. Adi, wie nennst du ihn? Ich Adi weiß hat ihn auch unten. Wir brauchen einen Namen dafür. Guck mal, wir haben hier. Von dem Namen gar nicht. Dieses Eis ist auch so Premium. Und so können okay, wir schön. Das sieht auch richtig jetzt gut aus. So Layers. Du darfst doch nicht mischen, weil der hat so Layers. Du musst das so rum. Sieht so, ich hab den Strom einfach falsch rumgenommen. Passt auf. Haben wir noch Eis? Wie so ein Kiba, ne? Der ist so lecker, ne? Ja, auch kein Eis mehr. Der ist so lecker, wirklich. Ich kann den probieren. Probier mal. Aber Hauptsache alle sagen, weil man jetzt auf Zitrone passt. Geht zusammen. Yeah!
glaubst es jetzt nicht, Katie, aber ich habe ihm das neue Jahr gerettet. Und zwar. Er hat unser Jahr gerettet. Hat ihm so ein dummes, behindertes Kind. Hat so einfach so ein Schienenball so. Einfach unser Werk und Feuerwerk geworfen. Und hier ist so schon ein Loch reingebrannt. Das heißt, dieses Feuerwerkstück lag auf diesem Berg und Feuerwerk von uns drauf, ja? Ja. Dann habe ich das genommen, diesen Schienenwöller, habe den weggeworfen mit meiner Hand. Ja, weil als er schon wohlgemerkt am Brennen war, die Zündschnur. Dann ist der, als ich ihn geworfen habe, vielleicht einen Meter von meiner Hand weit explodiert. Das heißt, hätte ich eine Sekunde später reagiert. Hätte ich eine Sekunde später reagiert, wäre das entweder meine Hand explodiert oder sogar auf den Berg. Ey, und das heißt, wenn das auf den Berg explodiert wäre, wäre die alle tot. Das heißt, ich bin der Held von Silvester. Ich bin quasi Silvester. Alle Daumen hoch. Silvester Stallone bin ich. Ich bin Silvester Stallone. Was ist los? Ich hab eben Silvester gerettet. Rehn, wir haben unser Silvester gerettet. Pass auf, erzähl die Geschichte nochmal. Vorsicht! Ich hab viel zu viel Angst. Vollgas! Wir machen eine Raketenantrieb! Seid ihr verwechselt? Auf, komm, das geht schon wieder. Nein, Adi! Nehm ihr auf! Du hast vom Auto weg, Junge, ohne Witz. Simon, wenn du das anzündest, bist du der Held. Eine Wundertüte. Ich hab's irgendwie ein bisschen verpeilt, gestern noch großen Schluss zu drehen. Wir sind dann nach Hause gegangen, haben dann noch bei Felix ein bisschen gechillt. Also jetzt nochmal ganz offiziell, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich fand's mega cool gestern. Ja, ich bin immer noch ein bisschen platt. Ich glaube, ich lege mich gleich doch mal ins Bett. Das sollte heute erlaubt sein. Schneide das Video. Und ja, ihr könnt gerne kommentieren, was ihr vielleicht an Silvester gemacht habt. Dem Video einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Ich muss nochmal ins Bett, weil ich bin total platt. Okay, bis dann. Ciao.